Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 22. Es ist soweit, der Playtest ist zurück und dieses Mal, dieses Jahr und bei diesem Landwirtschaftssimulator ein ganz besonderer Playtest. So wie ihr euch ihn vielleicht gewünscht habt, so wie ihn aber auf gar keinen Fall erwartet habt. Was das zu bedeuten hat, das seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Winterlandschaften, ich freue mich drauf. Überraschend für mich. Warum? Das klären wir jetzt. Wenn das etwas ist, woran du vielleicht interessiert sein könntest, dann bleib dran. Daumen nach oben geben und los geht's. Viel Spaß und gute Unterhaltung wie immer. Ja, wir legen direkt ein neues Spiel an. Es geht auch schon los. Das Ganze ist natürlich wieder das klassische Playtest-Format. Ich habe den Spielkey erst heute Morgen bekommen und somit auch erst die Installation durchführen können. Die ist gerade eben erst fertig geworden. Und ja, wir werden spielen nicht in der USA-Karte, würde ich sagen. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben Erlengrad. Dann hier diese wunderschöne... Ja, ich glaube, wir nehmen dieses idyllische... Das muss ja irgendwie an Two Rivers denken. Okay. Und dann gehen wir auch weiter. Spiel wird geladen. Ja, was meine ich damit? Ein Playtest, wie ihr ihn bestimmt nicht erwartet habt. Ich habe ein Geheimnis. Und das hat auch was damit zu tun, was in den letzten Monaten im Kanal passiert ist oder auch nicht passiert ist. Und das werde ich in dieser Folge lüften, in dieser ersten Folge. Und wenn du das Spiel spielen willst und mich unterstützen, Link zum Vorbestellen oder zum Bestellen in der Videobeschreibung bei allen möglichen Plattformen. Vielen Dank, wenn du es in Erwägung ziehst, unten in der Videobeschreibung unterhalb vom Video einen meiner Links zu benutzen. Vielen lieben Dank dafür. So, jetzt geht's aber auch schon los. Und wir können unser Aussehen verändern. Da werden wir uns natürlich jetzt eine ganze Weile mit beschäftigen müssen, fürchte ich. Was sieht mir denn halbwegs ähnlich? So vielleicht und dann... Machen wir mal hier den... Warte mal, ich muss mal eben hier mein Mikrofon atmen, so ein bisschen. So. Dann... Nee. Nein. Nein, danke, aber nein, danke. Oh. Ja, wenn ich die Haare länger trage, dann... Nein. Nein. Okay, okay, okay. Na, ich würde sagen so, ne? Wir wollen ja das Spiel sehen. Drei Tage Bart, haben wir den? Nee, dann lassen wir den weg. Eine Mustache. So, Garderobe-Klamotten. Was? Jetzt ernsthaft? Ein massiver Fergus. Haben wir was von Fendt? Naja, von den Farben her. Ja, New Holland, weiß ich nicht. Also Fendt oder was Neutrales halt. Können wir uns das später umziehen? Ich weiß das alles nicht. Nehmen wir Fan-Klamotten, komm. Achso, das ist nicht verfügbar, weil ich ein Overall ausgewählt habe. Okay, welche Schuhe nehmen wir da? Garderobe rot. So, ganz tolle Arbeitsschuhe, komm. Ne, hier, schwarz-rot. So ähnlich hatte ich immer auf der Arbeit an früher. So, Kappe. Nein. Damit man mein Gesicht nicht sieht. Haben wir denn da auch eine von Fendt? Ja gut, ich könnte MF nehmen, ne? Aber ja, dann lassen wir die weg. Und Handschuhe, Husqvarna. Die sollen auch so ein bisschen dazu passen. Und nicht ganz so aufdringlich sein. Ja, guck mal hier, die passen auch gut dazu, oder? Der beißt sich ein bisschen vom Farbton. Dann nehmen wir aber die. Ja, aber ich bin halt der coolste Dude hier. Schon immer gewesen. Was sieht denn so ähnlich aus wie meine Sonnenbrille? Einige Zuschauer wissen das. So, bestätigen. Ja, was... möchtest du eine kurze Tour? Nee, oder? Einfach eine neue Karriere im Emma Creek. Okay. Ja, ich spiele wie immer auf maximalen Einstellungen und ich muss mal wieder die Maus... Oh, ich muss die Mauseinstellung wieder höher drehen.
Das hier also ist unsere Startposition. Boah, das geht ja gar nicht. Und ja, rein optisch muss ich sagen, bis auf diese komischen Striche, die ich hier in meinem Bild habe, sieht das auf jeden Fall auch schon mal deutlich nach einem Upgrade aus. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen 3670er MF hier am Start mit Gewicht. Und was haben wir hier hinten noch? Gehen mal gucken. Kleines Silo. Oh, da hinten fliegt ein Ballon. Schön. Hast du noch ein Treckerchen? Oh, diese Mausdings geht gar nicht. Wir gucken uns mal das neue Menü an. Das ist also die Map. Oh, schön. Es ist ja wirklich ein bisschen wie Two Rivers, oder? Feldfrüchte. Wir haben Weizen, Gerste, Raps, Hafer, Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln, Zucker, Rüben, Zuckerrohr, Baumwolle. So, Trauben, Oliven, Pappel. Aha. Mhm. Was ist das? Helfer. Ah, hier kann man jetzt die Helfer auf der Map sehen. Okay. Und ihr merkt, glaube ich, schon etwas vielleicht, möglicherweise. Was haben wir denn hier? Ein Topliner. Schneidwerk und Anhänger. Gucken wir uns gleich auf dem Hof an. Finanzen, das ist jetzt alles in einem... das ist vertikal, ne? Horizontal, vertikal, oder? Ja. Verträge. Oh, es gibt ganz schön viele Felder hier. 37 steht hier. Okay. Das war hier. Produktionsketten. Mhm. Und Statistik natürlich für mich. Spieleinstellungen. Ach so, genau, das können wir machen. Zeitskalierung. Ach so, das können wir ja auch im Spiel drehen. Schwierigkeitsgrad der Wirtschaft ist einfach. Verkehr lassen wir mal an. Saisonales Wachstum lassen wir an. Das bedeutet also, ne, die Fruchtsorten etc. Trage pro Monat. Ja, einer müsste eigentlich reichen, ne? Visuelle Jahreszeiten setzt fest, ob in bestimmten Monaten visuell sichtbar. Dynamischer Monatswechsel. Bin gespannt. Schnee. Fruchtzerstörung machen wir erstmal aus. Flügen notwendig machen wir an. Grobern und Flügen. Steine auf dein... Oh, das ist neu. Okay. Kalken. Unkraut machen wir erstmal aus. Können wir hinterher wieder anmachen. Schmutz lassen wir normal. Automatischer Motorstart. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. An oder aus. Stop and go. Lassen wir mal. Fülllimit. Man kann die überladen und dann geht alles daneben, oder wie? Testen wir mal. Spritverbrauch. Das lassen wir so. Ja. Speichern wir kurz. So, was wollte ich jetzt noch gucken? Genau, bei der Steuerung. Ne, das sind die Helfer. Hier die Maus. Die Mausgeschwindigkeit. Ach nee, das können wir hier nicht einstellen. Müssen wir mal in der Menü machen. Egal. Gut, also. Interessant. Da haben wir schon mal ein paar neue Sachen gesehen. Und hier könnten wir theoretisch auch schon ernten. Wir können mal eben kurz gucken, was uns denn alles überhaupt gehört hier. So. Da sind wir also die ganzen Felder. 26 wäre dann irgendwann mal eins, wo wir dann auf jeden Fall ja, wo ich dann auf jeden Fall mal hin möchte. Huch. Das wollte ich doch gar nicht. Was haben wir denn hier alles für Bäckerei? Oh, Fournil de Champ. Wir müssen erstmal die Maschinen hier in Einsatz bringen. Kletter mal rein. Ist mal wieder ein neuer Deutz dabei. Schön. Natürlich von der richtigen Seite. Gucken wir uns mal an. Boah, das hat aber lange gedauert. Das ruckelt. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Ankoppeln. Dann würde ich sagen, das sieht ja alles erntereif aus, ne? Ja. Aber haben die jetzt hier Schatten drin? Ja, ne? Mhm. Sehr schön. Strohablage lassen wir mal an, ne? Weil wir ja immer Stroh machen, obwohl wir wissen, dass sich das nicht rechnet. Und dann lassen wir den Helfer mal fahren. Leute, es ist soweit. Es ist soweit. Wir sind wieder drin. Wir spielen wieder das Spiel
mit dem vor 10 Jahren quasi so alles begann und so. Okay, wir lassen den ein bisschen arbeiten und schauen uns mal noch um, was wir hier noch so haben. Und ich verrate euch jetzt gleich das große Geheimnis. Ihr kommt nicht drauf, was ich gemacht habe und warum es so ein Let's Play hier lange Zeit vom Landwirtschaftssimulator in dieser Art nicht mehr gegeben hat. Und vielleicht, warum ihr genau das wolltet. Wir schauen mal, was ist das eigentlich hier? Huch. Ah, den können wir zum... Warte mal, habt ihr das gehört? Schalt die Halle? Wollt ihr mich veräppeln? Tatsache. Leute, was ist denn da passiert? Das ist ja gut. Jetzt müsste man noch so ein Übergangsding dahin machen und nicht einfach das ausschalten, wenn man vorbeigefahren ist. Aber das ist ja jetzt, das finde ich ja schon der Hammer. Aber gut, den kann man wirklich zum Abfahren nehmen. Die Lenkung bleibt. Gut. Ja, Leute, was ist das große Geheimnis? Ihr kommt nicht drauf. Ihr habt jetzt noch die Chance, in die Kommentare reinzuschreiben. Und dann sage ich es euch gleich. Warum sieht man hier eigentlich nicht... Warte mal. Ich will mal eben kurz was gucken. Wachstum. So. Also wir sind hier unten in diesem kleinen Eck. Hier sieht man den Helfer. Okay. Das ist unser Hof. Das heißt, gehört es auch noch uns? Gucken wir gleich. Hier ist nur abgeerntet. Das heißt, okay, wir können hier direkt... Dafür stehen die Maschinen schon passend. Dann können wir hier direkt loslegen. Ja, was ist das große Geheimnis? Ich spreche auf die Folter. Gucken wir uns das mal kurz an hier. Gut, ich glaube, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Da kommen wirklich Steine raus. Ja, also. Erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die in den letzten 10 Jahren diesen Kanal begleitet haben. Es war immer eine sehr aufregende Zeit. Es war eine Zeit voller Höhen und zuletzt auch wieder Tiefen. Ich glaube, das gehört dazu. Da muss man ganz entspannt sein. Ne? Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann machst du halt Zitronensaft draus. Oder eine leckere Zitronentorte mit ganz viel Sahne und so kleinen Mandarinenstückchen. Aber eines hat uns immer begleitet, dass wir Spiele geliebt haben, erlebt haben und erkundet haben. Und ich glaube, es ist in diesem Kanal eine Sache in all den Jahren verloren gegangen. Und das ist einfach nur dieses Reinkommen und Spielen. Was habe ich also gemacht dieses Mal ganz anders als bisher? Ich habe, ob ihr es glaubt oder nicht, vorgehabt, mit euch dieses Spiel wieder zu spielen, wie einen richtigen Playtest. Playtest so, wie er eigentlich immer war. Warum gab es den damals nicht? Weil wir hier alles durchgenuddelt haben, weil wir alles immer angeguckt haben, weil wir immer alles wussten, etc., etc., etc. Ich weiß nicht, ob ihr diese Übersicht gefällt. Oh, Börsenkurse? Was ist da denn los? So, ich würde sagen, wir fangen mal mit den einfachen Sachen an. Weizen, Gerste, Hafer. Das wieder... Hafer ist... Das wieder durch zwei, ne? Shop Le Jardin. Wir nehmen Weizen. Okay. Ist auch schon eingestellt. Da gucken wir gleich nochmal in der Halle, was wir noch für Maschinen haben. Oh. Ach du je. Gut, das machen wir in Ruhe. Dann gucken wir eben noch die Maschinen und ich
spoilere mal eben. Ja. Was habe ich nicht gemacht? Was ist neu? Ich habe vom Landwirtschaftssimulator 22, habt ihr vielleicht gemerkt, keine News-Videos gemacht. Warum nicht? Dieses ganze Klickgebete und wer ist 10 Sekunden schneller als der andere und welche Krähe hackt der anderen ein Auge aus und in einem Fall sogar, wer kopiert von dem Größeren noch schneller, ohne Eigenleistung und sogar mit geklauten Thumbnails und Text- und Videobeschreibungen. Aus all dem habe ich mich komplett rausgehalten. Ich habe auf die Klicks verzichtet, auf die Abos verzichtet und auf die Kohle verzichtet. Warum? Für dieses Projekt. Denn ich habe von diesem Spiel außer den Überschriften im Presseverteiler, weil ihr kennt das vielleicht so blind lesen, wenn man querlesen sagt man, glaube ich, ne? Also nicht querlesen, sondern scannen nennt man das, glaube ich, ne? Man sieht irgendwie den E-Mail-Eingang, man überfliegt die Überschriften, dabei sieht man was. Ich habe diese E-Mails nicht geöffnet, bis natürlich jetzt hier auf die Release mit dem Key. Ich habe nur einen Trailer gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, der erste oder der zweite. Und ansonsten habe ich, ob ihr es glaubt oder nicht, nichts geschaut. Und mit nichts meine ich 0, nichts. Ich weiß nicht, ob es hier mittlerweile einen Schneeflug gibt und wir Winterdienst machen müssen. Ich weiß nicht, ob es ein eingebautes Cosplay gibt. Ich kenne noch nicht mal die neuen Fruchtsorten, die habe ich gerade erkannt. Ich weiß nicht, wie wir mit den Jahreszeiten umgehen müssen, weil du weißt es im Zweifelsfall auch nicht. Ich habe nicht am ersten Tag 10 Tutorials rausgehauen, um die Klicks mitzunehmen, sondern ich möchte einfach nur mit dir gemeinsam dieses Spiel genießen. Wenn dir das gefällt, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Das hilft mir ungemein. Und für die Unterstützer noch kurz ein Hinweis für Leute, die jetzt vielleicht wieder hier sind, lange Zeit nicht da waren. Seit ihr das letzte Mal hier wart oder nicht da wart, gibt es eine neue Plattform, Garderobe Plus nennt sich die, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich werde jetzt noch weitere Videos aufnehmen und dann so schnell es möglich ist, wahrscheinlich sind die dann morgen schon da, die erste komplette Staffel von LS22 auf Garderobe Plus veröffentlichen. Die sind meistens so 6 bis 8 Folgen oder so, mal gucken, wie viel ich schaffe. Wenn du das unterstützen möchtest, ist ein Link in der Videobeschreibung. Da geht nicht irgendwie die Hälfte an einen US-Konzern oder an Gebühren weg oder sonstiges, außer natürlich, wenn du monatlich einen kleinen Betrag zahlst, dann geht natürlich sehr viel an PayPal weg. Also von mittlerweile bei 1 Euro PayPal gehen 70 Cent weg oder so. Deswegen ein tolles Angebot für Unterstützer. Dort kannst du sofort alle Folgen sehen, du kannst sie runterladen und offline gucken. In allerbester Qualität, komplett werbefrei, ohne Tracking, ohne Werbelink, ohne alles. Das ist Garderobe Plus. Schau mal gerne vorbei, unterstütze mich da, wenn du Fragen hast, frag gerne in den Kommentaren. Und ja, das ist hier mein Angebot an euch im Landwirtschaftssimulator 22. Sag mal, dreht der durch? Ist das eine Gans? Ey, wirklich? Warte mal. Sache. Das ist ja geil. Ja, und deswegen freue ich mich bei diesem Landwirtschaftssimulator besonders drauf. Ihr erinnert euch beim letzten. Wir haben das genauso gemacht, wie diese ganzen ich will das nicht abwertend sagen, aber wir haben es ja genauso gemacht. 5 Projekte gleichzeitig, jeden Tag 7 Videos. Nein. Ihr kommt hier hin für Qualität, ihr kommt hier für Unterhaltung. Wir sind hier gemeinsam, weil wir Spiele lieben und deswegen habe ich mir das so überlegt. Es kann komplett schief gehen, kann sein, dass es kein Schwein mehr guckt. Ist es halt so. Hätte ich vielleicht Tentpoling, das glaube ich, ne? Hätte ich das vielleicht machen müssen. Naja, so. Warum? Boah. Er fährt doch auch an hier. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das gefällt, ehrlich gesagt, aber ja. Genau, wir wollten noch auf dem Hof vorbeischauen. Und dann haben wir auch eine schöne Runde erste Folge hier. Das ist uns auch der Grund. Es gab natürlich wieder ein paar bevorzugte Kollegen, die eher einen Beta-Zugang, Key und alles Mögliche bekommen haben. Hatte ich auch nicht, weil ich es, wie gesagt, ich hätte es auch nicht gewollt. Ich hätte es nur gewollt, um es halt schon installiert gehabt zu haben. Vielleicht gestern
die ersten Folgen aufnehmen zu können. Da waren natürlich dann die Kollegen sozusagen im Vorteil. Aber hey, dann ist das halt so. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte noch nach anderen Maschinen gucken. Was haben wir denn hier? Unser Häuschen. Ach, guck mal, hier können wir uns schön hinsetzen. Die Silos, ob da vielleicht wohl was drin ist, was wir schon verkaufen können. Ansonsten ist hier ja noch nicht so viel. Ne? Hier können wir dann sehr viel ausbauen, so wie scheint. Ist ja ohnehin auch so ein Thema, ne? Mit dem Bauen und so. Wetterplan dürfte wahrscheinlich auch ein Fall werden. So, was können wir denn jetzt überhaupt ansehen? Wir können ansehen... Im nächsten Monat können wir wieder Weizen ansehen. Okay, wir könnten jetzt Raps ansehen. Aber nicht mit der Maschine, ne? Wahrscheinlich nicht. Wo ist denn jetzt... Hier ist das Fahrzeugmenü, genau. Markenfahrzeuge. So, hier sehen wir, was wir haben. Ah, die kann aber Raps sehen. 3 Meter Breite, ja, da freue ich mich schon drauf, wenn wir das wieder ausbauen. Wir werden auch wieder ohne Kredit spielen. Ach so, das haben wir ganz vergessen, genau. Das werden wir auch machen. Wir werden nicht... Also wir werden den Playtest Playtest sein lassen. Wir werden spielen. Wir haben keinen... Gut, wir haben in den Folgen oder konzeptionell, ne, das nehmen wir uns jetzt vor, wir wollen dann hier mal, jetzt lass uns mal ein paar Kühe kaufen und so. Das werden wir schon machen. Aber es gibt nicht dieses, boah, jetzt hier eine Milch. Das ist immer schief gegangen. Ich habe es immer wieder gemacht, es ist immer wieder schief gegangen. Lernt man auch meine Lernfähigkeit. Wir werden irgendwann mal die Karte wechseln. Mal schauen, ne? So, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ob euch das zusagt. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir denn hier verkaufen können. So, wir ernten gerade Weizen. Ich muss jetzt mit dem neuen Menü klarkommen. Kann ich die Transparenz irgendwie höher machen, dass man mehr sieht? Bestimmt. So, genau, wir suchen den Shop Le Jardin de Fermier. Shop de. Bäckerei. Getreidemühle. Fromage de Lune. Spinnerei. Ich nehme an, dass diese Produktionssymbole hier bedeuten, dass wir da Sachen anliefern können, die dann noch weiterverarbeitet werden. Genau, da müssten wir hin. Aber die Map erkunden, das machen wir ja traditionell in der dritten Folge immer. Die Frage ist jetzt nur, jetzt habe ich... Die dreht sogar durch, ja. Okay. Boah. Die Frage ist jetzt nur, jetzt habe ich natürlich geschickterweise habe jetzt das Stroh gemacht, und wir haben gar nichts zum Aufladen für das Stroh. Ein Klassiker. Wollen wir denn heute schon mal unsere erste Maschine kaufen? Würde ich mal sagen. Der Shop ist auch neu sortiert. Muss ich mir erstmal zurechtfinden hier. Was wäre denn... Hier mit dem Ladewagen, das machen wir immer falsch, ne? Dann würde ich einfach mal den allergünstigsten nehmen und dann... Also die Frage, ob wir auch irgendwie was mit hier... 30.000... Pakete, Trauben, Oliven, Tierpakete? Hä? Wie? Verstehe ich nicht. Was sind denn Tierpakete? Trauben? Ah, okay. Ja, das wäre wahrscheinlich ganz interessant, wenn wir dann auch mal hier anfangen, so was jetzt neu ist an Fruchtsorten, wenn wir das dann auch mal anbauen würden. Ich glaube, das habe ich sogar in den letzten Versionen des Spiels total verbaselt. Sollte ich also auch mal drauf achten. Gebrauchtmaschinen. Cool, wir können Gebrauchtmaschinen kaufen. Und Winterdienst. Ach guck, wir haben wirklich was für Winterdienst. Das ist ja cool. Ja, sollen wir den Ladewagen kaufen? Standardmäßig, weil wir das immer machen, das ist immer falsch.
Was ist denn das beste Bang for the Buck? Wir haben hier, ich liebe das ja, wenn ich das mache, ne? Dieses analytische Rangehen. Oh, ey, guck mal. 16,1 Kubik. 23, 26 Kubik. Cool, das ist mittlerweile auch richtig mit den... Oh. 16, 26 und 6 Tonnen. Warte mal, müssen wir dann auch... Warte mal. Ist das das Gewicht oder was er ziehen kann? Wenn die das ja überarbeitet haben, ne, mit den Einheiten, dann wäre das ja möglich, dass das so ist. Hm. Aber haben wir ja hier beim Motor, ne? 60 PS. Und unsere Traktoren haben 135, 170 und 190. Ja, ich schwanke. Also das hier ist der Mehrwert nicht wert, ne? Von 23 zu 26 ist der Mehrwert nicht wert. 100.000 ist mir zu teuer. Aber ich würde dann den Strautmann nehmen. Wir hatten so viel Pöttinger zuletzt in unserer Alpen-Map. So, da machen wir noch ein paar schöne Reifen drunter. Die sehen schick aus. Keine Variante. Siliermitteltank. Wie? Oh, wird das vorher dann eingespart? GG. Garderolls Game Show. Ja, das ist ja cool. ...001... Ladewagen. Nee, das machen wir nicht. Das war aus wie, als wir weiß Gott wo wären. Was ist denn hier ES? Kann ich nicht irgendwie... Kann ich nicht. Hat er es jetzt übernommen? Nee. Garderol entdeckt die Welt. Ja, ich bin echt gespannt, was ihr dazu denkt. Ob das eine Idee ist, die euch zusagt. Ja. Da bin ich echt gespannt. Und freue mich auf euer Feedback. Und wenn ihr das Spiel selber haben möchtet, dann würde ich mich sehr freuen. Link ist in der Videobeschreibung. Und wir machen den Standardfehler, den wir immer machen. Link in der Videobeschreibung, damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Und noch etwas. Es wird, kann ich schon mal spoilern, ein wunderbares Multiplayer-Projekt geben. Ich werde noch nicht verraten, was da der Modus ist. Es wird auf jeden Fall unterhaltsam. Das braucht noch ein bisschen Vorbereitung, weil wir im Moment noch nicht die Technik haben. Aber bei der Technik wird uns Nitrado unterstützen. Unser treuer Partner, auch schon seit vielen Jahren. Shoutout geht raus. Wenn ihr also Multiplayer spielen wollt, ein Link zu Nitrado ist wie immer in der Videobeschreibung. Könnt ihr sehr gerne eure Server vorbestellen, kann ich nur empfehlen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal auch. Vielen lieben Dank dafür. Und was soll ich sagen, meine sehr verehrten Teilen? Das war's von der ersten Folge vom Landwirtschaftssimulator 22. Wenn du dir Plus holen möchtest und dann wahrscheinlich morgen oder so die komplette erste Staffel, 6, 7, 8 Folgen, die ich schon mal aufgenommen habe, am Stück schauen möchtest, auch dazu ein Link in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für 10 tolle Jahre mit diesem Spiel. Ich meine, wir lieben es alle und dieses Jahr ist alles etwas anders. Ich freue mich sehr auf dein Feedback dazu. Ich bin echt gespannt. Danke dir fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Lass gerne ein Abo und einen Kommentar da. Tschüss und bis bald. Und ich bin Selbstversorger. Ja, ich bin vorbereitet. Also, macht's gut, Leute. Bis zu dieser Folge. Ich freue mich drauf. Tschüss und bis bald.